Revelio. Ich renn mal wild durch die Gegend. War das hier? Nee, hier waren wir letztens erst. Es war aber so ähnlich aufgebaut. Aber dieses ganze Gebäude ist ein einziges Labyrinth, ey. Revelio. Sieht aus, als wenn man hier durch könnte. Der hat doch nichts Besseres zu tun, ne? Um die Uhrzeit. Und die Uniform eines Historikers. Revelio. Flohflamme, Flohflamme. Ansonsten sehr viel aufgedeckt. Revelio. Nö. Leider nein. Gut, dann. Aber was macht denn hier noch? Ja, Schüler können sich hier nicht vom Balkon stürzen. Sehr brav. Revelio. Bauvorschriften eingehalten, was das angeht. Hier macht's nochmal Klimbim. Oh nee, das ist, ich hab mich gerade. Das wird, kommen wir hier runter? Ja, nee, das ist da, da geht's in diese Katakomben-Gedöns, wo wir. Hallo, wie schön Sie zu mit Dings schon mal unterwegs waren, mit Sebastian. Da ist noch Zeug, wo wir anscheinend nicht rankommen. Ach so, hier war ich auch. Da ist auch abgeschlossen, beziehungsweise Schloss Level 3. Das ist ja blöd. Ach so. Professor Hackett. Professor, erzählen Sie mir von Ihrer Arbeit im Ministerium? Ihre Neugier ist verständlich. Nun, ich kann zwar nicht im Detail über meine Arbeit sprechen, aber ich kann einige interessante Fakten erzählen. Die Unsäglichen gehören zur Mysteriumsabteilung des Ministeriums. Eine gefährliche Arbeit, wie Sie sicher vermutet haben. Ja, Professor. Machen Sie sich keine Sorgen wegen meiner Verletzung. Ich habe mich schon vor langer Zeit damit abgefunden, dass ein Diptam-Zweig mit Sicherheit verwelkt, sobald man ihn pflückt. Haben Sie sich mit der verlorenen Zeit abgefunden? Oh. Ich weiß nicht genau, wie viel Zeit ich verloren habe. Es könnte sein, dass ich die verlorene Zeit gegen gewonnene Zeit eingetauscht habe. Und darüber nachzudenken wäre reine Zeitverschwendung. Aktuell erlaubt uns keine Magie, in der Zeit zurückzureisen. Irgendwann vielleicht. Ich kann Ihnen sagen, dass ich meine Jahre im Ministerium sinnvoll genutzt habe. Und ich bin jetzt in Hogwarts genauso glücklich wie vor Jahren in der Mysteriumsabteilung. Wenn ich das so sagen darf, ich bin auch froh, dass Sie jetzt in Hogwarts sind. Danke. Apropos Zeit, vielleicht sollten Sie Ihre Zeit in die Verbesserung Ihrer Verteidigung investieren. Ja, Professor.
Oh, apropos verbessern, das ist ein guter Hinweis. Lieben Dank. Wir haben ja noch Zeugs übrig. Wo war es denn? Aufträge, Karte, Arbeitsposte. Talente. Und zwar Haupttalente war es hier. Protego. Protego, nein. Zaubersprüche war es, ne? Confringo war ich. Glacio, Gedönso, nö. Wie hieß denn der andere? Defindo fand ich ziemlich gut. Also Defindo schneidet durch Betroffene hier. Genau, den hätte ich gern. Accio. Incendio, naja, Incendio ist jetzt nicht so meins. Descendo, Schockwelle. Ja, Descendo ist auch gut. Und Depulso. Ich habe Descendo und Depulso gerade verwechselt, aber ist okay. Gut. Revelio. Dann ist das hier vergebene Mühe, würde ich sagen. Vorsicht bitte, wo Sie hintreten. Ja, der Korridor stinkt ein wenig. Naja, wir stolpern früher oder später hoffentlich noch über Revelio. Den letzten Kram. Beziehungsweise sollten hier vielleicht mal reingucken. Alohomora. Das Tierwesen gedöns, oder? Was mich daran erinnert, dass ich ja. Moment. Wir gucken uns hier kurz um und dann begeben uns mal nach Hogsmeade. Revelio. Sehr geehrter Professor Hauen. Ich wäre übrigens glücklich, Ihnen jeglich über Knüppelshaare abzunehmen. Ich könnte. Ich bin zu dick, ich komme hier nicht durch. Zeug zum Verkaufen. Du gehörst mir, Demi Geis. Was? Wo? Da. Perfekt. Revelio. Wie viel habe ich denn mittlerweile? Inventor. 9. Brauchen 13, also noch 4. Gut. Dann Hogsmeade. Ach, ich drücke immer die falsche Taste. Es ist zum Heulen. Hier ist nämlich Schnabel und Brut. Da wollen wir hin. Wollen ist ein starkes Wort, ich weiß, aber müssen wollen. Kommen Sie rein. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung Krötenhaut. Welche Tierwesen-Nebenprodukte möchten Sie denn gern erwerben? Oh, dann habe ich doch den falschen Spielstand geladen und das Gespräch ist weg. Das tut mir jetzt leid. Knuddelmuff. Ja, wartet mal, wir verkaufen mal. Ich weiß doch nicht, gibt's besondere Knuddelmuffs? Ich weiß es nicht. Der hier scheint ein bisschen besser zu sein. Der ich habe nichts dagegen, für gewisse Kunden was zu verkaufen.
Kommen Sie gerne wieder. So. Also die Tierwesen, die aber in der Lagerung sind, die jetzt rumrennen, können wir nicht verkaufen, ne? Dann verkaufe ich mal einen von denen noch. Kröten 3 Stück. Mondkalb rennen sehr viele rum, die können wir alle erstmal verkaufen. Ich würde erstmal von allen, soweit, wenn das geht, 3 Stück aufbewahren. Und ansonsten müssen wir mal schauen. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Revelio. Kann ich da eigentlich? Ach, mit Gezähmten kann ich nicht interagieren. Die lassen sich nicht von Fremden streicheln, ist okay. Dann gehe ich zu meinen eigenen, ist in Ordnung. Hogwarts. Flop. Zurück war das da. Das glaubt Professor Howe nie. Okay. Dann, 3 von denen. 3 von denen. Den Kollegen. 1. Achso, 4 Arten, ja, natürlich. Ruhig. Ich tu dir nichts. Komisch, 4 Arten, 3, naja. Der ist so golden, ist das ein Shiny? Wollt ihr mal was futtern, Jungs und Mädels? Oder habt ihr kein Futter mehr? Doch, haben sie. Erst bürstest du die Kröte und dann den Kollegen. Sagen, haben wir Hunger? Geh mal was futtern, ich brauche mal Zeugs von dir. Der hatte schon. Der hat noch gar nichts. Der hat keinen Hunger. Achso, der isst doch gerade. So,
Auch gerade am Futtern? Ess doch mal was. Du machst mehr als genug da. Futter doch mal was, bitte. Der Herr scheint anspruchsvoll zu sein. Ach jetzt. Wenn die die Tür nach draußen entdecken, sind wir am Arsch. So. Wo? Genau hier. Hier. 24, 29. Schaden mit Crucio. Crucio habe ich nicht, das ist nicht so schlimm. Aber ich gehe mal davon aus, dass das besser ist. Also wollen wir es mal verbessern. Da das einen höheren Level hat. Die anderen beiden, die können wir, den Rest können wir in die Tonne treten. Das hier. Jo, passt. Mhm. Das sieht besser aus. Das kann ich sogar nochmal verbessern. Ach du Scheiße. Horn eines Grafhorns. Habe ich nicht. Kann ich vielleicht sogar kaufen. Wie sieht es mit dem Hut aus? Der ist Level 24, den klemme ich mir mal mit der Verbesserung. Weil da kriegen wir bestimmt gleich was Neues. Den hier geben wir falls noch. Ja. Da wollen wir mal gucken. Ja, 88 auf Verteidigung in der Gänze und 18 Offensive, 14 und 12 besser. Nehme ich und danke. Das macht mich so dick im Gesicht. Gut, dünn, halt. Sind fertig. Das ist fertig. Züchtig jede Art von Pflanze. Hoppala. Haben wir anscheinend mal gemacht. So, und jetzt geht's in die Stadt. Zurück, Zeug verkaufen. Und Tierwesen ein neues Zuhause bieten. Mal wieder. Und dann gucken wir mal, dass wir die, sag schnell, dass wir mal die eine Quest erfüllen, dass wir noch den einen Zauber bekommen. Wir müssen ja alle drei Kampfpflanzen mal einsetzen, zeitgleich. Also eine Alraune. Kommen und Sie die, rein.
anderen Dinger da. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung Krötenhaut. Oh, das ist, was kostet der Spaß? Soll ich mir vielleicht nochmal gönnen, ne? Weg mit dem Kollegen. So, von den Jobbernoll haben wir auch mehr als drei. So, wir haben drei Mondkälber, wir haben drei Knuddelmuffs, drei Jobbernolls und davon sind zwei draußen, oder? Dann gehen wir den auch nochmal weg. Ja. Sie können gerne wieder. Ach so, ich wollte ja noch so ein Sie Horn sind mitnehmen. Jederzeit willkommen. Bei 9000 kann ich mir das doch durchaus mal erlauben. Was ist das denn? Einhornhaar, okay. Damit kann man wirklich nichts falsch machen. Wahrlich eine gute Wahl. Das sehe ich genauso. Dann können wir die Rüstung nochmal pimpen. Pimp mal Rüstung. Und dann kann es eigentlich rund gehen. Ach, ich hätte die. Achso, die Klamotten kauft sie wahrscheinlich nicht. Dann müssen wir doch nochmal in die Stadt. Die 29er Klamotte war das da. Nee. Die Maske, ne? Die Maske. Verbessere einen Ausrüstungsgegenstand dreimal. Läuft. Erhöhter Schaden Crucio. Das konnte ich doch auch irgendwie ändern. Eigenschaften betrachten. Zauberstufe 3. Defindo. Ist eigentlich nicht schlecht. Expelliarmus, das bringt mir nichts. Erheblicher erhöhter Schaden durch alle schädlichen Zauberangriffe. Ach, Knieselfell habe ich nicht. Könnte ich aber nochmal kaufen. Anderes habe ich noch nicht entdeckt, ne? Joa. Dünne. Dann lass uns doch nochmal kaufen gehen und verkaufen und so. Verdammt, das ganze hin und her, es tut mir leid. Ja. Da, den. So rum. Dann gönnen wir uns mal ein Knieselfell. Wenn sie sowas hat. Kommen Tag. Sie rein. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung Krötenhaut. Ach, sehr ehrlich, du hast in die Ecke gekackt. Damit kann man wirklich nichts falsch machen. So, war den Rest eine hat den, gute Wahl. Genau, so den restlichen Kram haben wir selber, bis auf das Einhornhaar, aber ich bezweifle, dass ich das gerade brauche. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Das ist herzallerliebst und so. So. Wo ist denn hier... Honeydukes nicht, würde. Die Post? Oder? Da ist die Post, verdammt. Dem alten Sprücheklopfer werd ich's zeigen. Ey! Sir, ist alles in Ordnung? Danke der Nachfrage. Mein Name ist Ackley Barnes. Und nein, ganz und gar nicht. Ich plane gerade meine Rache gegen meinen einstigen Geschäftspartner, einen teuflischen Schwindler namens Alfred Lawley.
Er hat mich aus unserem Kräuterbedarfsgeschäft verdrängt, als es gerade Fahrt aufnahm. Er meinte, ich sei zu explosiv. Dem zeige ich mal explosiv. Sie sind aber wirklich frustriert. Das muss frustrierend für Sie gewesen sein. Ja, das war es. Schrecklich. Ich bin eben leidenschaftlich bei der Arbeit. Arroganter Narr. Er kann auch leidenschaftlich sein. Und daran werde ich ihn erinnern, indem ich ihm seinen geliebten Besitz nehme. Eine Venemosa Tentacula, die er aus einem Samen züchtete und die der Grundstein unseres Geschäfts sein sollte. Ich komme nicht mal in die Nähe, wenn Ruth Singer mich wie ein Augury beobachtet. Sicher auf Lollys Bitte hin. Aber ein Kind würde niemand verdächtigen. Was halten Sie davon, schweren Pflanzendiebstahl zu begehen? Was ist noch im Keller? Das ist mir ehrlich gesagt nicht geheuer. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ein Schüler das für Sie tun sollte. Ach, das ist doch nichts. Und er hat es verdient. Glauben Sie mir, Sie werden das im Nu erledigt haben. Ich finde einen anderen Weg. Na gut, mal sehen, was ich tun kann. Ausgezeichnet. Ich werde hier warten. Bringen Sie mir lediglich die Venemosa Tentacula. Ich hab da welche, kannst du kriegen. Ich brauche nur die Venemosa Tentacula. Ich würde ja auch einem Schüler sowas... So wird Mr. Barnes nur Ärger bekommen. Ich muss ihm auf einem anderen Weg eine Venemosa Tentacula besorgen. Ich hab eine. Schön, dass Sie hier sind. Achso, ja, die wollte auch noch was von uns. Sag mal... Hallo, Sirona. Danke für die Eule. Wie geht es Ihnen? Ah, hallo. Haben Sie Lord Gog gefunden? Das habe ich, danke. Wir haben uns nett unterhalten. Er lässt grüßen. Das freut mich. Ich werde nicht nach weiteren Einzelheiten fragen. Und ich werde Sie nicht erneut ermahnen, vorsichtig zu sein. Aber bitte seien Sie's, was immer Sie auch vorhaben. Ich... natürlich. Sie haben erwähnt, dass Sie Hilfe bei etwas brauchen. Das stimmt. Ich dachte, Sie wären genau die richtige Person, um meiner Freundin Dorothy Sprottle in Upper Hawksfield zu helfen. Ich kenne Mrs. Sprottle. Ich habe mit ihr über ihre Freundin Claire Bowman gesprochen. Sie ist reizend. Ihr verstorbener Mann Aiden war ein Freund meines Vaters. Ich habe bei Dot und Aiden gewohnt, wenn ich hier im Sommer als Schülerin gekellnert habe. Seit Aidens Tod habe ich sie einige Male gesehen, aber hier war zuletzt so viel los, dass ich nicht besonders aufmerksam war. Ob Sie wohl bei ihr vorbeischauen könnten? Sie braucht vielleicht Hilfe beim Sammeln einiger Zutaten für den Mega-Power-Trank. Und Sie könnten dabei auch etwas für mich wiederfinden. Eine Schachtel mit alten Briefen und derlei. Ja, ich kann ja mal gucken. Ich werde versuchen, bei ihr vorbeizuschauen. Das würde mir wirklich viel bedeuten. Und Dorothy sicher auch. Aiden wollte mir die Briefe bringen, als er krank wurde. Dot weiß, wo er sie verloren haben könnte. Finden das Dorf nördlich von Hawksmead. Bitte grüßen Sie dort von mir. Die sind alle unfähig, ne? Achso, den anderen Heinz können wir einfach eine Venemosa Tentacula geben, denn wir haben ja eine, ne? Moin. Hallo, Mr. Barnes. Ich habe die Venemosa Tentacula. Ich würde zu gern Lollys Gesicht sehen, wenn sein geliebter Besitz plötzlich fort ist. Mal sehen, wer dann explodiert. Sehr gut. Ich nehme sie Ihnen gern ab. Gern. Ich bin echt froh, Sie los zu sein. Ich werde Gallionen über Gallionen machen. Und Lolly geht derweil unter. Hier, eine Kleinigkeit für den nächsten Besuch bei Zonkos. Ich würde zu gern Lollys Gesicht sehen, wenn er das nächste Mal in den Keller geht. Achso, ich wollte Sachen verkaufen, ne? Ja, das bringt dir nichts, weil der hat noch alles so. Ich mag mir jetzt einfach mal ein Geschäft. Ach, Pippin. Ja, Pippin kann mein Zeug kaufen, oder? Wohl, hier ist ein Schneider. Lockenporium. Ach ja, Besenknechts. Stimmt ja. Der Laden, der eigentlich
klingt wie ein Kräuterladen, aber keiner ist. Oh, sagen Dank. Kommen Sie rein und sehen Sie sich um. Wenn Sie Schokofrösche gegessen haben, fassen Sie bitte nichts an. Das habe ich nicht und nein.